Hallo und herzlich willkommen bei den Thinking Reportern. Letzte Woche haben wir euch versprochen, dass es in der nächsten Folge sehr weihnachtlich werden wird. Ja, und hierzu sind wir nach Aachen gefahren, zu der Firma Lind und Sprüngli. Denn in einer Schokoladenfabrik gibt es natürlich auch viele Ingenieure. Lind und Sprüngli. Schokoladenhersteller aus der Schweiz mit über 160-jähriger Tradition und weltweit über 7500 Mitarbeitern. Rund 1800 davon arbeiten am deutschen Produktionsstandort Aachen. Hier werden vor allem Pralinen, Schokoladentafeln, die bekannten goldenen Osterhasen und natürlich Schokoladen-Weihnachtsmänner hergestellt. Letzte Woche waren wir bei dem Hersteller für Verpackungsmaschinen. Und genau diese Verpackungsmaschinen kommen hier bei Lind und Sprüngli zum Einsatz. Und da wir in der Produktionshalle stehen und hygienische Umstände herrschen müssen, haben wir diese wunderbaren Outfits an. Herr Dirk Rübenstall kennt sich als Produktionsleiter natürlich bestens mit der Verpackungstechnik aus. Erklären Sie uns doch mal, welche Anforderungen diese Verpackungsmaschinen bei Ihnen hier erfüllen müssen. Also wir haben hier eine Anlage, wo wir Pralinschachteln herstellen. Und wir stehen hier am Anfang der Anlage, wo wir Kartonagenunterteile aufrichten, mit Heißleim verkleben und anschließend Sortiereinsätze einsetzen. In diese Sortiereinsätze kommen nachher die Pralinen rein und soweit sind wir dann, dass wir Pralinenpackungen dann entverpacken können. Hier die Pralinen, die von den Mitarbeitern aufs Band aufgegeben werden. Das Band wird ganz voll gemacht und hier in der Anlage haben wir ein Spreizrechen. Dieses Spreizrechen vereinzelt die Pralinen, sodass sie schön einzeln liegen und dann gescannt werden können. Der Scanner gibt die Informationen, wo die Pralinen liegen, weiter an die Anlage und dann so weiß der Roboter genau, wo er die Pralinen abgreifen soll und dann ins einen Sortieransatz einlegen soll. Hier am Ende der Linie haben wir noch einen Laser, der die Unterteile mit einer Kodierung versieht, und zwar Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargenkodierung ist ganz wichtig für die Rückverfolgung. Und sagen Sie, was ist denn genau Ihre Aufgabe als Ingenieur, der mit einer solchen Maschine zu tun hat? Meine Aufgaben sind sehr vielfältig, aber speziell, wenn wir solch eine Anlage kaufen, stellen wir eine Projektgruppe zusammen und erstellen als erstes ein Pflichtenheft, damit die Anforderungen, die wir den Lieferanten stellen, auch ganz klar formuliert sind. Das sind zum Produkt her, welche Produkte laufen drauf, welche Formate, welche Leistungsvorgaben erwarten wir, bis hin zur Qualität, Sicherheit und natürlich bedienerfreundliche Anlagen. Ja, und am Ende eines langen Herstellungsprozesses kommen solche Packungen im Sekundentakt hier heraus. Herr Rübenstall, vielen Dank, dass Sie uns hier die Produktion gezeigt haben. Und welche Ingenieure noch am Herstellungsprozess hier bei Lind Sprüngli beteiligt sind, das zeigen wir euch jetzt. Überwacht wird die Schokoladen- und Pralinenherstellung von Prozessingenieuren. Diese sind vorwiegend in den Bereichen Verfahrens- und Lebensmitteltechnologie tätig. Sie haben vor allem die Aufgabe, die komplexen Arbeitsgänge der unterschiedlichen Anlagen für die Herstellung der vielfältigen Produkte zu optimieren. Auch die Förderung des Ingenieurnachwuchses wird bei Lind und Sprüngli großgeschrieben. Ich bin jetzt im Büro von Lisa Schiepe. Sie ist eine 24-jährige Diplom-Ingenieurin, die noch gar nicht so lange hier arbeitet, aber schon lange Kontakt mit dem Unternehmen hatte. Frau Schiepe, wie war denn Ihr Weg hierher? Hallo erstmal. Ich habe an der TU Clausthal im Harz Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und in 2009 habe ich mir dann ein Praktikum gesucht, um vor allem auch in die Süßwarenbranche zu kommen, weil von meinem Studium her bin ich auf keine Branche festgelegt. Und dann durfte ich hier mein Praktikum absolvieren und in 2010 auch meine Diplomarbeit hier schreiben. Okay. Und was ist jetzt Ihre Aufgabe hier genau im Unternehmen? Also seit Juli bin ich auch hier angestellt und setze das von mir entwickelte Rückverfolgungssystem um. Das habe ich in meiner Diplomarbeit mir überlegt, wie das vonstatten gehen soll. Und jetzt wurden die ganzen Geräte installiert und wir setzen das gemeinsam um. Rückverfolgungssystem, darunter kann ich mir als Laie jetzt natürlich nichts vorstellen. Erklären Sie es mir ein bisschen näher. Ja, natürlich. Also Rückverfolgung ist eigentlich
um dem Konsumenten die Sicherheit zu geben, am Ende sagen zu können, was ist in einer Füllung, in meinem speziellen Beispiel, ich habe mich im Füllmassenbereich damit beschäftigt, was ist in einer Füllung drin, welcher Rohstoff, in welcher Menge, wo kommt der her, falls wir doch mal ein Problem haben sollten mit einer Praline. Und ja, aber das weiß man doch eigentlich vorher. Was ist denn der Vorteil dieses neuen Systems? Der Vorteil ist, wir haben Rückverfolgung natürlich schon immer betrieben und die notwendigen Informationen dafür bereitgestellt. Aber im Bereich der Füllungszubereitung machen wir das jetzt auf automatisierter Art und Weise, sodass die Mitarbeiter die Informationen in das System nur noch einpflegen und diese Informationen direkt mit der Füllmasse verknüpft werden und dann später auch mit der Schokolade, in die die Füllung einfließt. Vielen Dank. Clara, das war ein standesgemäßer Abschluss eines interessanten Reporterjahres, oder? Ja, finde ich auch. Und wie kann man so einen Tag in einer Schokoladenfabrik besser ausklingen lassen als mit einer heißen Schokolade? Wir verabschieden uns für das Jahr 2011, sehen euch im nächsten Jahr wieder, wenn wir über interessante Jobs im Bereich der Ingenieure und über Forschung berichten. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Tschüss. Tschüss.